So, heute sind wir wieder mit der Kutsche unterwegs, mit Roxy, die die Kutsche zieht und Raya als Handpferd, die läuft neben der Kutsche angebunden. Ja, also die Pferdewaage hat ergeben, dass Roxy und Raya beide zu dick sind, von diesem Index daher gesehen. Und deswegen werde ich jetzt, ich bin ja auch immer nur zweimal in der Woche im Stall, werde ich auch die beiden Male Kutsche fahren, weil das ist echt gut für die beiden zum Abspecken. Und Roxy freut sich zwar nicht so drauf, aber ja, was tut man nicht alles für die Gesundheit. Die schnauben hier gerade die Pferde so ordentlich, weil wir gerade eine schöne Trabstrecke gefahren sind. Jetzt hier auf dem Asphalt kann ich zwar auch traben, aber da lasse ich sie den meisten Schritt gehen. Nur nachher kommt wieder ein Weg, der sandig ist und da lasse ich sie wieder flott traben, weil sie muss ja auch erstmal wieder antrainiert werden nach der Winterpause und nach dem Reheschub. Aber es geht ja eigentlich inzwischen wieder richtig, richtig gut. Wir haben auch zwei Reitbeteiligungen für Roxy, zwei kleine Mädchen, die jemals, also jedes Mädchen ist einmal die Woche da. Die eine in der Woche, die andere am Wochenende und die putzen Roxy und reiten ein bisschen im Gelände mit Roxy. Ja, das ist für sie auch richtig gut, denn dann wird sie jetzt viermal die Woche wieder bewegt. Ja, um Raya kümmere ich mich ja immer alleine. Genau, das sind so erstmal so die aktuellen neuen Daten. Schade, ich war eben zu langsam. Es war ein Reh direkt vor uns, stand das. Aber bis die Kamera an war, war es leider schon wieder weg. Und hier in dem hohen Getreide, würde ich mal sagen, was hier so links ist, kann man sie dann nicht mehr sehen. Schade. War wirklich, das hat uns angeguckt, das Reh, und ist dann ganz gemütlich davon gesprungen. Ja, und was noch interessant ist, der Raps da hinten, der fängt gerade erst an zu blühen. Und woanders ist er schon in voller Blüte. Also es ist echt Wahnsinn, wie unterschiedlich der Raps ist. Das sind dann wohl verschiedene Rapssorten. Aber so habe ich noch Zeit, bis wir dann Fotos da mal machen können. Finde ich auch gut, weil dann sind die Bäume alle schön grün und wir haben den gelben Raps. So, wir gucken mal. Hier links ist das Reh reingesprungen. Vielleicht sehen wir es ja doch nochmal. Mal gucken. Ja, das ist alles zu hoch. Schade. Naja. Aber war interessant. Könnt ihr diese Rillen da sehen? Mich ärgert immer, dass ich von Landwirtschaft überhaupt keine Ahnung habe. Das sind so richtig tiefe Furchen. Mich würde mal interessieren, für was das ist, was die da pflanzen wollen. Also ich meine, die sind ja richtig tief, diese Rillen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Ja, jetzt würde ich mir Vivian hier wünschen, die Besitzerin von den Ponys, weil die weiß immer solche Dinge. So, jetzt mal ein kleines Stück im Trab. Und hier ist der Raps in voller Blüte. Da hinten hat er kaum geblüht. Also kann man doch schon Fotos machen. Cool. Müssen wir mal schauen, wann ich das schaffe. Ja, und Roxy, die weiß, geht nach Hause. Aber sie ahnt ja noch nicht, dass wir einen Umweg fahren. Sie denkt, es geht direkt nach Hause. Deswegen ist sie so flott geworden. Aber wir biegen noch ab und wollen noch eine kleine Tour durch den Wald. Also das ist nur ein kleiner Umweg, weil diese Runde ist vielleicht geschätzt 3 Kilometer, vielleicht 4 Kilometer, aber mehr auf gar keinen Fall. Und das ist ein bisschen wenig. Hört ihr das? Die Raya schnaubt schön ab. Ich will die Raya mal zeigen. Da ist sie. Ja, wir haben eben eine ganz heavy Fahrt hinter uns. Der Weg, den ich sonst immer fahre, den gab es gar nicht mehr. Das war irgendwie so umgegrubbert und komisch. Und ich musste Roxy da richtig vorwärts schicken im Galopp, damit wir da durchkommen. Also ich bin auch ein Stück zu Fuß mitgegangen, weil das war echt heavy. Aber sie ist weiterhin ganz brav und wir sind jetzt wieder auf dem richtigen, schönen Wald. Nein, nicht Waldweg, diesen Weg. So, jetzt sind wir wieder auf Asphalt unterwegs. Machen wir wieder ein bisschen Schritt. Komm, Roxy. Ja, also wie gesagt, die Fahrt war heute schon ganz schön spannend. Da drüben sind andere Pferde. Also hier sind immer richtig viele Pferde in Kuddewörde. Das finde ich immer richtig spannend. Die sind immer von Roxy immer und Raya so begeistert. Oh, guck mal, der schicke Fuchs da hinten mit der langen Mähne. Oh, ist der hübsch. Ja, Roxy, wir fahren noch ein bisschen weiter. Sie denkt, das ist jetzt auch vorbei. Aber sie wundert sich heute nur und gähnt sich schon wieder einen ab. Also ich finde die Ursache leider nicht. Weil wenn wir im Sachsenwald fahren, gähnt sie nie. Sind wir auf diesen Strecken unterwegs in der Feldmark, da gähnt sie recht viel. So,
So, jetzt haben wir eben Birgit, meine Freundin, besucht. Das ist der Stall, wo Raya geboren wurde. Haben noch ein bisschen am Geschirr bei Roxy was verändert, weil das Vordergeschirr doch ein bisschen zu tief saß. Da hat sie das nochmal schön ein paar Löcher rein in mir gemacht und das gleich verändert. Und jetzt sind wir auf dem Weg in den Sachsenwald. Das ist eben ein bisschen längerer Weg, als wenn wir jetzt an der Straße zurückfahren würden. Aber ich möchte eigentlich lieber durch den Wald als an der Straße lang. Weil Roxy heute schon, ja, zwei kritische Situationen. Die eine war, dass Roxy nicht abbiegen wollte Richtung Birgit. Sie wollte nach Hause laufen, aber nicht in den Weg abbiegen. Und wäre mir da fast abgegangen und da kam mir noch ein Trecker entgegen. Also das war so ein bisschen, ja, nicht so toll, die Situation. Und die zweite Situation war, dann sind irgendwie hinterm Gebüsch sind die Pferde galoppiert und Roxy ist fast mit mir in den Graben gesprungen. Aber sie hat sich dann zum Glück ganz schnell wieder beruhigt und wir konnten weiterfahren. Und damit ihr das mal seht, bei uns hier im Sachsenwald sind die Wege nicht immer glatt. Es geht auch ein bisschen bergab. Gut, die Leute in den Bergen würden darüber lächeln. Geht eben ein Hügel runter. Ja, aber Roxy geht da immer schön runter. Und auch dann im Galopp gehen wir meistens die Wege wieder hoch. So, wir sind jetzt in ein paar Minuten zu Hause wieder im Stall angekommen. War eine echt nette Kutschfahrt mit diesen zwei kleinen Schwierigkeiten. War froh, dass ich alleine mit ihr unterwegs war und nicht noch jemand mit im Gig saß. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das, wenn ich mit den beiden so alleine unterwegs bin. Also dieses Vögelgezwitscher, dann haben wir ein Reh gesehen, dann haben wir einen Hasen gesehen. Ja, das ist einfach immer wunderschön. Also, und dann das Geklappere der Hufe, wenn wir da so laufen. Also ich mag das total gerne. Also, ich bin auch gerne alleine, muss ich sagen, mit den Ponys. Da kann man das dann auch ein bisschen mehr genießen. Hat mich aber auch gefreut, wieder Birgit zu besuchen, weil das immer schön ist, mit ihren Schwätzchen zu halten. Und sie gibt mir immer ein paar Tipps, was ich besser machen kann. Und das finde ich gut. Ja. Und wir hören das wieder das nächste Mal von... Und Gott, wir hören das nächste Mal voneinander. Was rede ich denn da?